Vielen Dank, Susanne Lackner. Wenn Sie jetzt sagen, ja, das habe ich alles verstanden, das trifft genau auf meins zu und ich kann das jetzt wunderbar einordnen und ich habe einen Abrufdienst und ich muss ihn anmelden, dann bietet Ihnen jetzt der Leiter unserer Medienrechtsabteilung, Magister Stefan Rauschenberger, einen Lifehack an. Ich frage mal ganz kurz in die Runde, einmal Handzeichen, wer weiß, was ein Lifehack ist? Ja, das ist aber noch unter der Hälfte. Also man könnte sagen, das ist zum Beispiel ein Kochrezept. Ja? Und wenn Sie dann noch dazu liefern, wie man das macht, ohne dass es anbrennt, dann ist es ein Lifehack. Stefan, bitte, wie melde ich einen Abrufdienst an bei der Medienbehörde?
Mit der Eigenschaft des Mediendiensteanbieters sind dann eine Reihe von Pflichten verbunden. Nichts Weltbewegendes, aber doch Vorschriften, an die man sich halten muss. Bei diesen Pflichten muss man vor Augen haben, dass sie sich vor allem nach dem Gesetzgeber 2010 an große Fernsehveranstalter und Abrufdienste von Fernsehanstalten gerichtet haben und eher nicht den YouTuber vor Augen hatten. Also sie müssen einmal ihr Programm aufzeichnen. Das heißt, sie müssen es bereithalten, die einzelnen Beiträge, und sie über eine Aufforderung der Behörde an uns schicken können. Sie müssen diese Aufzeichnungen 10 Wochen nach Ende des Abrufes so lange aufbewahren und sie müssen uns nachweisen können, von wann bis wann diese Videos online waren. Das kann jetzt ein Logfile sein, das kann ein Protokollbuch sein. Also sie müssen einfach uns in die Lage versetzen können, von da bis da war das Video auch abrufbar. Dann muss ein Impressum vorhanden sein. Hier habe ich ein Impressum eines YouTube-Channels, in dem Fall vom Standard, mitgebracht, wo die notwendigen Angaben enthalten sind. Man erfährt, wer ist der Anbieter, man erfährt die Adresse, es gibt eine Kontaktmöglichkeit und es ist die zuständige Behörde genannt. Also das müsste bei jedem YouTube-Channel irgendwo auch auffindbar sein. Weiters müssen Sie als Mediendiensteanbieter, egal ob Hörfunk, Fernsehen oder Abruf, die Menschenwürde und die Grundrechte anderer in den Beiträgen achten. Sie dürfen in dem Dienst nicht zu Hass aufgrund von Rasse, Geschlecht, Religion, Behinderung und Nationalität aufrufen. Neudeutsch wird das als Hate Speech bezeichnet. Und weiters soll der Dienst für Hör- und Sehbehinderte barrierefrei zugänglich gemacht sein. Über die Anforderungen zur kommerziellen Kommunikation wird mein Kollege Magister Truppe im Anschluss dann berichten. Ich komme dann zum Jugendschutz. Also im Jugendschutz, überraschend für viele, besteht die Verpflichtung zu Maßnahmen nur dann, wenn es sich um ernsthaft gefährdende Inhalte handelt. Also ich könnte mir hier vorstellen, wenn im Dienst zum Beispiel ein Beitrag über Magersucht, wo Magersucht positiv dargestellt wird, enthalten ist, dass man das nicht Minderjährigen frei zugänglich machen darf. Bloß beeinträchtigende Inhalte, wie etwa Pornografie, dürfen in Österreich unverschlüsselt oder ohne weitere Maßnahmen gesendet werden. Ein Kernpunkt der audiovisuellen Mediendienste-Richtlinie ist die Stärkung des europäischen Wirtschaftsraums. Daher sollen europäische Werke in Fernsehen- und Abrufdiensten gefördert werden. Jetzt ist es für YouTuber, die ihre Videos selbst drehen, natürlich kein Problem, weil das wird zu 100% europäisch sein, wenn sie Österreicher sind oder EU-Staatsbürger. Wenn sie aber Fremdinhalte etwas Amerika einstellen, dann müssen sie die europäischen Werke angemessen herausstellen, wie es im Gesetz heißt. Eine weitere Verpflichtung ist dann die jährliche Aktualisierung ihrer Daten. Das heißt, das, was Sie bei der Anzeige bekannt gegeben haben, müssen Sie einmal im Jahr uns aktualisieren. Sei es, dass Sie fragen, meine Adresse hat sich geändert, sie lautet jetzt so, oder Sie schreiben, es hat sich bei uns nichts geändert. Das ist eine der Verpflichtungen im audiovisuellen Mediendienstgesetz, die am häufigsten von Mediendiensteanbietern, egal auf Fernsehbereich oder Abrufbereich, verletzt wird. Die letzte Verpflichtung, die hat der Dr. Grinschke schon angesprochen, ist der Finanzierungsbeitrag. Sie müssen als YouTuber, genauso wie andere Mediendiensteanbieter, einen Beitrag zum Aufwand der Regulierungsbehörde leisten, wobei es einen Schwellenwert gibt, unter dem Sie keinen Finanzierungsbeitrag zahlen müssen. Dieser Schwellenbetrag war 2017 262 Euro, was einem Jahresumsatz von 46.000 Euro entspricht. Also alles, was darüber ist, wird dann gestaffelt einen Finanzierungsbeitrag vorgeschrieben. Wenn Sie sich jetzt denken, na warum, ich zeige das Ganze nicht an, so schlimm wie hier auf dem Bild ist es nicht. Also verhaftet werden Sie deshalb nicht. Das ist die gute Nachricht, die schlechte Nachricht, das ist trotzdem eine Verwaltungsstrafe, die bis zu 4.000 Euro bestraft werden kann. Außerdem müssen wir die Rechtsverletzung in einem administrativen Verfahren feststellen. Wenn Sie jetzt von der Frau Dr. Lack und von mir noch nicht überzeugt sind als YouTuber und sagen, ich will so einen Abrufdienst machen, ich bin aber nicht sicher, ob das wirklich einer ist, die erste Bitte oder der erste Vorschlag, reden Sie mit uns. Wir sind offen, wir können unverbindlich, leider unverbindlich, aber doch, wir können Auskünfte geben. Wir setzen uns gerne zusammen, hören uns an und beurteilen das dann, wie gesagt, rechtlich unverbindlich, ob das ein Dienst sein kann oder nicht. Das zweite wäre, Sie tun einfach nichts. In diesem Fall, wenn wir den Dienst finden, müssten wir ein Verwaltungsstrafverfahren führen und Sie könnten dann im Rahmen dieses Verfahrens natürlich vorbringen, warum Sie kein Dienst sind und das Ganze wird dann in Ordnung von der Austria oder vom Bundesverwaltungsgericht entschieden. Die dritte Möglichkeit, die schon angesprochen wurde, ist die Möglichkeit, einen Feststellungsantrag bei uns einzubringen, wo Sie vorab beurteilen lassen, ob das Ganze ein Abrufdienst ist oder nicht. Sie hätten dann auch die rechtliche Gewissheit, ja oder nein.
Es ist kaum zu glauben, aber wahr, neben dem Rundfunkrecht gibt es doch noch einige andere Verpflichtungen oder Rechtsgebiete, auf die Sie hinweisen möchte. Das sind das Urheberrecht, das Zivilrecht, das Wettbewerbsrecht, das Steuerrecht etc. Ich möchte mir aber hier nicht anmaßen, über diese Gebiete Ihnen leihhafte Auskünfte zu geben und möchte Sie hier an dieser Stelle nur quasi als Disclaimer erwähnen und an Experten verweisen. Zum Abschluss hoffe ich, dass wir alle rundfunkrechtlichen Unklarheiten, abgesehen von der kommerziellen Kommunikation, die noch folgt, einmal beseitigen können. Wenn nicht, bieten wir unsere herausragenden Website umfassende Informationen an. Vielleicht schauen Sie dort hinein. Wenn nicht, mein ausgezeichnetes Team und ich stehen Ihnen gerne für Auskünfte zur Verfügung. Alle Daten finden Sie auf unserer kostenfreien Website rtr.at. Ob das werbliche Aussagen sind oder nicht und ob bzw. man so etwas in einem Abrufdienst machen darf, wird Ihnen im Anschluss Magistergruppe erzählen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen If you like this video, please comment, share and subscribe to my channel. Thank you very much.